So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute jetzt auf dieser Rallye hier in Köln und ja, ich bin das erste Mal hier, deswegen wir schauen uns das heute einfach mal alles an. Keine Ahnung, was mich erwartet. Wir waren auf jeden Fall gestern Abend, war ich jetzt schon mal immer hier, habe schon ein paar Leute getroffen. Ich bin natürlich dann angekommen, wo alle schon am Abreisen waren, wo die Veranstaltung zu Ende war. Und jetzt gucken wir einfach mal. Also viel Spaß beim Zuschauen. Dem Professor. So, bitteschön. Guck mal, das sind ja nicht viele, die ich gefunden habe, weil es bei mir einfach nicht viele Silbermünzen zu finden gibt. Aber das ist mit der Zeit, ist es schon, ne? Ja. Wir fangen mit einer an. Ja. So, dann sehen wir uns gleich wieder beim Ergebnis. So, dann testen wir den Silberreiniger von Markus mal. Ja. Rein damit. Rein damit. Guck mal, nehmen wir direkt eine zweite noch dazu. Ja. Das Ding ist, guck mal, die Münze, die ich da hier gefunden habe, ich hatte da ein Video zu gemacht, wie ich die live rausgeholt habe. Die ist wunderschön und ich habe aus Versehen das Video dazu gelöscht. Ich weiß nicht warum. Es war, ist so dämlich, es war ein so schönes Video, wo ich auch die Buchschließe gefunden habe. Mhm. Wir müssen mal gucken. Ah, die ist eh schon in einem super Zustand. Die ist sehr, sehr gut. Ja. Man darf auch nicht zu viel wegnehmen. Boah, guck mal, da löst sich jetzt aber was, ne? Ja. Boah, geil. Die hat auch richtig so eine Moor-Patina. Also die ist richtig, richtig dunkel. Ja, wir nehmen dunkel, auch nicht zu viel weg jetzt, ne? Würde ich sagen. Ja. Oh, oh, guck mal, da kommt richtig das Silber jetzt durch, ne? Ja. Oh, guck mal, wie schmutzig, ne? Aber kein Wunder, ne? Wenn, sag ich mal, da 400 Jahre oder so im Boden liegt, ne? Boah, krass. Und wenn du das so mit den Griffeln hier rein... Machen wir auch nicht zu, hier machen wir nicht zu viel weg, ne? Ja. Die ist nämlich eigentlich ziemlich geil jetzt. Ehrlich. Ja. Wenn du da jetzt ohne Handschuhe rangehst, ne? Ja. Greifst du das die Haut an? Nein, also so konzentriert ist das nicht. Okay. Boah, aber das ist ein Riesenunterschied, ey. Oh, Hammer. Wow. Machen wir da nicht, ne? Nee, Wahnsinn. Wow. Boah, ist das schön. Und wenn man da jetzt zu viel von unternehmen würde, könnte man hier mit der Patina auch nochmal eine künstliche Patina draufziehen, die man tatsächlich nicht von einer echten Patina unterscheiden kann. Das ist ja mal geil. Guck mal, jetzt habe ich eine Funkreinigung inklusive hier. Guck mal, auch die hier, die ist auch so ein absolut so ein kleiner Schnipsel nur, ne? Ja. Aber, oh, oh ja, wow. Da kommt richtig noch was. Da kommt richtig noch was. Und oh, da? Super. Ja, guck mal. Würde ich auch nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Nee, du, ich. Ne? Ich finde es eh schon Hammer. Und da, guck mal, bei sowas jetzt, ne? Da hatte ich auch damals. Denkst du zuerst wegen irgendwie Aluschnipsel erstmal, ne? Aber muss ja mal schauen, ne? Sieht doch super aus. Mhm. Ich auch, ich weiß. Heisenberg. Also die war einfach nur dunkel. So wie die war die vorher. Genau, das ist Vergleich, ne? Kann man hier gleich auch mal machen. Ja. Krass. Genau, ein Schilling Courant. Mecklenburg-Schwerin-Münze 1773. Mit dem Grün ist ja oft so, wenn die neben einer anderen Silbermünze liegen, dass das so ein Grünspanner gibt. Ja. Guck mal, das ist aber interessant, Leute. Also, dann muss ich da nochmal hin. Okay, dann reinigen wir mal weiter und dann geht es ja auch schon, weil man geht diese Rallye los, dann beginnt das alles nochmal. Um 11. Nee, um 11 ist das, kommen die, trudeln die Leute ein. So okay. Hier. Und um 13 Uhr soll die doch starten, oder? Ja, genau, stimmt, 13 Uhr. Anderes. So, brüllst du jetzt rum? Ja, ich mach jetzt die Ansage. Ja, okay, dann filme ich das. Das ist gar nicht so schlecht. So, wir werden jetzt in zwei Gruppen gleich gehen. Das ist aus folgendem Grund, dass wir nicht hier auffallen wegen der Stadt Köln. Ne? Deswegen machen wir das dies Jahr so. Wir werden jetzt eine Runde machen. Das heißt, eine Stunde lang werden wir auf dem Acker. Jeder muss einen Mundschutz haben. Wenn wirklich da Stadt Köln kommen sollte, dann kann ich sagen, ihr habt einen Mundschutz an. So, dann machen wir eine Stunde lang suchen. Ich werte hinter mit einer größeren Gruppe die Münzen auf und dann die ersten 13. Ich werde keinem sagen, wie viel derjenige gefunden hat oder nicht, weil dann fängt das Mosern auch wieder an. Die ersten 13 werden dann wieder mit mir auf den Acker gehen und die bekommen jeder einen Schiedsrichter zur Seite gestellt. Und die suchen dann nochmal eine Dreiviertelstunde und unter den ersten 13 werden die Plätze vergeben. So ist das gerecht in dem Sinne. Da kann keiner sagen, der andere hat beschissen, weil der Schiedsrichter nimmt nämlich sofort die Münzen entgegen. Darf ich euch mit dem Bild haben? Ja,
Okay. Du quietscht. Aber jetzt hätte ich auch Bock, ne? Hier rüber! Weiter hier! Wunderschönes Wetter. Ja, warte, Glück gut gelaunt, wa? Haben Glück gehabt heute auf mit dem Wetter. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön für diese tolle Aktion hier für die Veranstaltung. Ich hoffe, Leute, wenn ihr das hier mal seht, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und bei Markus gerne vorbeischauen. Ja, genau. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Ich verlinke ihn auf jeden Fall in den Kommentar, findet ihr ihn sicherlich auch. Und da vorbeischauen, Abo dalassen. Denn für so eine Aktion, da hat man auf jeden Fall doch ein Like verdient, oder? So, dann wollen wir mal schauen, wie es hier heute abläuft. Bin sehr, sehr gespannt und ich bin auch das erste Mal mit dabei. So, Heiko ist ja auch wieder mit dabei. Ihr wisst ja auch, er hat auch einen YouTube-Kanal. Auch gerne vorbeischauen. So wie das halt immer ist, ne? Genau. Tolle Sache. Du Promi. Also nochmal, es geht um Münzen aus allen Herren Ländern. Das ist normale Währung. Die ist markiert. Und nur diese zählt. Es zählt kein Nagel, kein Geld. Dennoch, für den schönsten oder Nebenfund, das heißt jetzt nicht den schönsten Schrottfund, entweder eine römische Fibel, eine römische Münze, die hier liegt, oder vielleicht eine Silbermünze, der bekommt einen extra Pokal. Wie gesagt, wir starten jetzt. Guck dir das an. Die Spur laufen, direkt von Anfang an. So, gut Fund! Darf ich dich filmen? Klar! Okay. So, guck mal, hier haben wir noch den German Treasure Hunter. Er ist auch fleißig mit dabei. Ja, ich bin anscheinend auf der falschen Bahn hier. Kein einziges Signal. Was ist denn da los? Und hier ist nur noch Störgeräusche. Oha, ich glaube, das bin bestimmt ich. Bist du? Ich störe mal wieder. Auf jeden Fall, gerne auch bei ihm vorbeischauen. YouTube-Kanal, falls noch nicht geschehen. Abo da lassen, Like da lassen. Oh, jetzt kommt das erste. Ja, das war eigentlich scheiße. War gut, oder? Ja. Guck mal. 61. Könnte vielleicht eine kleine Münze sein. Ja. Ist aber scheiße. Ist aber scheiße. Ein Wurstzipfel. Ey, wie viel Wurstzipfel ich schon auf Ackerflächen gefunden habe, das ist unglaublich. Wahnsinn, ne? Schlimm. Ja, und leider meistens leider Realität, außerhalb der Punkte, von daher schnell weiter. So, gut Fund, mein Lieber. Danke. So Freunde, ich bin jetzt heute hier, wie man ganz gut sehen kann, auf dieser Rallye. Also bringt super viel Spaß. Also man kann es wirklich nur empfehlen, mal sich sowas wirklich live zu gönnen. Ist echt Wahnsinn. Ja, ganz, ganz toll. Ich filme jetzt hier einfach mal ein bisschen, nehme euch mit. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Lasst gerne ein Like denn dafür da. Vielleicht noch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und jetzt gucken wir mal, was die Leute denn hier so finden. Also, wir sind ganz, ganz, ganz viele Münzen wurden hier von Markus, sag ich mal, verteilt auf dieser Fläche. Um das nochmal ganz kurz zu erläutern, kurz und knapp, wer am meisten Münzen hat, der gewinnt, sag ich mal, den ersten Platz. Und die habe ich ja auch schon euch gezeigt. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie denn, sag ich mal, so eine Münze mal aussieht. Bis gleich. Na? Alles fit? Alles fit, auf jeden Fall, mein lieber Instagram-Mann. Guck mal, gib mal Gas. Ja. Willst du gefilmt werden oder nicht? Doch. Ja? Kannst du machen. Okay. Ich versuche dir Glück zu bringen. Oder Pech. Was, Münze? Irgend so ein Kupferplättchen oder so. Okay. Komm, gib Gas. Damit du was abstauben kannst. Soll ich doch lohnen. Ich sehe mich eher bei der Tombola. Darf man hier mal mitgucken? Ja, klar. Okay. Was hast du? Ah, alles klar. Darf man das in ein Video mit einbringen? Okay. Okay, danke schön. Schwierig, dein Kanal kommt dann. Ach so, okay, gut, danke schön. Ja, ich möchte aber halt fragen. Ne? Okay, viel Glück noch. So, guck mal, wer ist da denn? Darf man das filmen? Ja, aber gerne. Ja? Okay, hast du was gefunden? Ja. Aha. Auf jeden Fall nicht das, was man jetzt finden nicht möchte. Das hier. Nicht das, was man da suchen will. Dann viel Erfolg noch. Danke. Darf man hier filmen? Ja, klar. Okay. Und da, Bingo. Glückwunsch. Darf ich mal kurz das filmen?
Ja, super. Schön rot markiert. Klasse. War denn viel Glück? Ja, danke. Darf man filmen? Ja. Okay. Amphibio, super. Ein tolles Gerät. Bestes Gerät. Ja, ist wirklich super. Jo. Glückwunsch. Ach, guck an. Hallo, hallo. Da ist er, da ist er. Hast du ihn gesehen? Guck an. Glückwunsch. Danke. Darf ich das filmen? Hä? Darf ich das filmen? Ja. Alles klar. Hast du das auch einen YouTube-Kanal, ne? Ja, ja, ja. Alles klar, gut. Viel Glück. Moin. Ja. Darf man filmen? Ja? Ja. Okay. Er kann schon. Top. Ja. Super. Polnisch oder Russisch? Russisch. Ah, okay. Hallo. Schon was gefunden? Okay. Trotzdem viel Erfolg. Aber ein schönes Gerät. Und schon was gefunden? Ja. Ja? Ja. Darf man filmen? Meinst du jetzt von meinen Funden oder von dem, was ich... Das, was du jetzt hier hast, ja? Ja, kannst du einfach mal draufladen. Ja? Jetzt, weiß nicht, dann gib Gas, komm. Ja, schauen wir mal. Gib Gas, mal schauen. Schau mal, komm mal her. Oh, ja. Darf ich mal? Ja, klar. Schau. Das ist aber leicht. Pack das mal lieber gesondert weg. Ja, ja, klar. Mal schauen, ne? Ja. Auf jeden Fall viel Erfolg, ne? Ja, danke dir. Was hast denn du für ein Gerät? Was ist das? Sandpro Professional. Ganz, ganz einfaches, weil, wie gesagt, seit 14 Tagen dabei. Ach echt, ganz frisch? Ja, ganz frisch. Ja, Wahnsinn. Wenn ich mir jetzt ein XP hole, denke ich, komm, erstmal probieren. So Leute, jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal ein bisschen gesehen, wie das aussieht. Und wir gehen jetzt hier weiter und wildern mal ein bisschen. Heute selber nicht am Suchen, aber das ist auch mal viel, viel geiler, einfach mal zu schauen. Und es ist super spaßig. Ja, okay. Oh, so macht man das. Oh, Bingo. Hast du schon ein paar? Ja. Super. Guckt euch das an. Das ist eine Technik. Wahnsinn. Und es sieht beschall aus, wie er läuft, aber er ist erfolgreich damit. Da, guck mal, Bingo. Er ist echt erfolgreich damit. Aber macht ja auch Sinn, ne? Geiler Typ. Ich drück dir die Daumen, wirklich, okay, dass du es schaffst. Das schon wieder? Hm? Aber geile Technik auf jeden Fall, ne? Super. Ich liebe Leute, die 110% geben. Ich finde das einfach nur geil. Beieinander sein können, alle Pappen einer und der Fett. Macht mir keinen Spaß. Freut mich nur so ein Schießrichter dabei. Bingo, da ist er. Da. Glückwunsch. Ich zieh weiter. Okay. Viel Glück. Auch schon wieder abreisen, denn ich muss ja auch ein bisschen fahren. Ich bin am Freitag losgefahren. Gegen 14 Uhr und kam dann um 9 oder so an und da war schon alles vorbei, super. Und deswegen wollte ich heute dann so gegen 16 Uhr losfahren, dass ich dann irgendwann gegen 10 zu Hause bin und noch mal ein bisschen Zeit mit meiner Familie habe. Hierbei ganz, ganz liebe Grüße an meine Frau. Du bist die allerbeste Frau, die es gibt. Ich schwöre es euch, wenn ihr einen Partner habt, der hinter euch steht und alles, haltet an dem fest. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, das ist einfach so. Wenn man gesund ist, eine intakte Beziehung, Ehe führt, eine gesunde Familie hat, was gibt's Schöneres? Man sollte manchmal einfach, sag ich mal, doch auch mal in sich gehen und sagen, eigentlich geht's mir gut. Und das Wertschätzen, was man manchmal hat im Leben, ne? Es gibt natürlich auch Phasen im Leben, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder wo es vielleicht nicht so schöne Momente gibt. Aber das ist, kommt manchmal zu kurz. Das ist wichtig. So, und jetzt nehme ich euch weiter mit. Denn das ist ja super interessant. Du suchst ihn mit dem bloßen Auge. Ja. Oder hast du das in der Fuße schon drin? Es ist wirklich ein Oberflächenfront. Also ich mach nicht mit, deswegen. Ich wollte es nur mal sagen. Hey, es ist ein Oberflächenfront. Ja, ja. Alles klar. Oh, zeig mal, da liegt irgendwo eine. Nee, die will ich nicht. Warte. Ja, komm, machen wir es so. Du musst mal hier suchen. Aber die lag wirklich oben auf. Die beiden, die wissen das noch gar nicht, die werden den gleich finden. Genau, einfach die Bahn weiterlaufen. Dann. Genau. Darf man hier filmen? Ja, sicher. Okay. Oh, ein Pfund. Ja. Super, Glückwunsch. Danke. Kleiner Tipp, geh mal einfach geradeaus, da wirst du auffindig. Habe ich eventuell gerade gesehen. Aha. Eventuell. Nein, brauchst du gar nicht.
Ja, da, da, da. Ja, da. Glückwunsch. Ja, danke schön. Super, super, super. Na, mein Lieber? Ja. Guck mal, noch jemand mit einem YouTube-Kanal. Ja, Wahnsinn. Ohne Detektor heute. Ich auch, aber ist ja nicht schlimm. Deswegen guckt auch da gerne vorbei, falls ihr auch in den Kommentaren ist. Findet ihr unter dem Namen? German Coin Hunters. So sieht's aus. So, und dann gehen wir mal weiter und gucken mal. Hey. Ja. So, was haben wir hier noch? Carsten, mein Lieber, bist du erfolgreich? Ja, jetzt läuft's gut. Sehr schön. Also dein anfängliches Gequatsche, um mich zu zerstören, ja, hat anscheinend, ist jetzt ungeschlagen in Glück. Super. Und jetzt kommt eine Münze nach der anderen. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Es müsste mittlerweile, ja, an die 20 sein. Super, nicht schlecht. Okay. Alles klar. Dann weiterhin viel Glück. Okay. 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 100%. Zack. Zack, zack, zack. Jawohl, Glückwunsch, mein Lieber. Richtig viel, hör mal, ey. Der Boss. Ja. Ey, das bimmelt aber nur. Die Tasche voll. Ja, super. Was ist denn hier? Ja, das ist ein Hortfund. Das könnte was anderes sein. Hortfund. Nee, das ist keine Münze. Das Signal ist anders. Ja? Oder? Moment. Ich bin mir nicht sicher. Zack, zack. Warte. Ah, doch, da, guck da, mal. Da, da. Guck mal, doch. Hätte ich gar nicht. Ich fast liegen lassen. Sauber. Glückwunsch. Kam komisch rein. Viel Erfolg noch. Danke. Ich zieh mal weiter. Ja. Zack. Alter. Wollen wir ihn mal stören oder nicht? Ja, du weißt nämlich, dass er spannend ist. Du hast ja am Anfang so die ersten 10 Meter kam erstmal nichts und ich dachte, ja, scheiße. Ja. Aber irgendwann ging das dann los, so nach 3-4 Minuten. Ja. Und dann, wenn es einmal läuft, läuft es. Es sind echt viele Münzen, muss man sagen. Was aber sagst du zu der ganzen Veranstaltung? Ja, cool. Also super organisiert. Es gibt wirklich richtig viele Münzen hier im Boden. Ja. Und so macht es dann halt eben auch Spaß. Also wenn du zu wenig Objekte hast, ist natürlich dann blöd für die Sucher, aber so ist es wirklich heute optimal. Im Wetter haben wir Glück. Von daher, das muss ich auch sagen. Ja. So, jetzt habe ich aber genug Zeit verplempert. Das denke ich auch. Ich will unter die ersten 10 kommen. Das solltest du auch. Wie gesagt, viel, viel Glück. Danke dir. So, guckt euch das an. Ganz, ganz, ganz viele YouTuber, die hier sind. Super. Sehr, sehr sympathisch. So, gucken wir mal, was denn hier noch so passiert. Guck mal, Leute, hier wurde noch ein Beifund. Guck mal, richtig schön dünn. Unser Pino. Die ist auf jeden Fall alt. Super, Glückwunsch. Klasse. Klasse. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Da, hier ist sie. Da hängt sie. Ja, genau. Da ist sie. Ich helfe, das Rot, das ist das Gute. Der ich helfe mal dem jungen Burschen, der ist so, der muss ein bisschen mehr. So, wie sieht's hier aus? Ist er erfolgreich oder nicht? Ja, ich filme das auch. Wenn es okay ist? Ja, ja, klar. Okay. Guckt euch das an. So sieht das aus. Genau. Das sieht doch schon mal nach einer guten Ausbeute aus. Ja, komm. Ab geht die Post. Ich drück dir die Daumen. Da ist er 100 Pro. Da ist eine erfahrene Sondengängerin dabei. Und siehst du? Klack! Ching, ching! Ching, ching! Katsching! Cash! Cash für die Tisch! So ist das! Schöne Grüße an MC! So, dann gucken wir mal weiter. Sehr gut, sehr gut. Klasse, klasse, klasse. Darf ich euch filmen? Ja? Alles klar. Guckt euch die beiden hier an. Unglaublich. Super motiviert. Und weiter. Und weiter, und weiter. Das machst du genial. Guckt euch das an. Sehr, sehr schön. Und runter. Genau. Top, top, top. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Ganz viel Glück. Ich drücke euch wirklich die Daumen. So, Freunde. Hier ist auf jeden Fall richtig Rabazamba. Die Funde, die Münzen kommen. Wir haben gerade so einen Schnitt, dass so die Leute immer so um die 20 Münzen gerade haben. Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon so in Erfahrung gebracht. Das ist gerade so der Durchschnittswert. Wie viele Münzen hast du schon ungefähr? Circa 20 vielleicht. Ha, guck mal. Da bist du auf jeden Fall im Schnitt, das ist gut. Nur ein bisschen Gas geben, dann wird das vielleicht was. So Leute, weil ich, wie gesagt, ein bisschen Fahrt auf mich nehmen muss, werde ich jetzt auch demnächst dann die Veranstaltung verlassen. Ich werde jetzt mal die Kamera zur Seite packen, werde es hier einfach mal genießen und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr vielleicht auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wieder ein neues Video online kommt, so wie jede Woche. Jede Woche ein neues Video, mal sondeln, vielleicht auch mal was anderes. Es ist immer hier Abwechslung und deswegen bleibt am Ball und es kommen auch hier noch richtig tolle Funde.
So, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Heiko, mein Lieber, wie gesagt, du warst ja auch wieder hier. Hat mich super gefreut. Und ja, ich werde jetzt abreisen, nach Hause fahren. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Guckt gerne auch bei Heiko ja nochmal vorbei. Lasst ein Abo da, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Guckt auch bei den anderen YouTubern, die ich getroffen habe, auch natürlich auch gerne vorbei. Vielleicht findet ihr den einen oder anderen sogar in den Kommentaren. Das kann ich aber nicht, ja, weiß ich aber nicht, ob sie kommentieren oder nicht. Lasst uns auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, ein Abo vielleicht. Und ich würde sagen, dann noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche zu einem neuen Video. Tschückes. Tschückes. Ach ja, Leute. Jetzt fährt man echt nach Hause. Total schade. Aber was für ein geiler Typ. Markus Brüche hat mir noch sein Reinigungsset gegeben, beziehungsweise geschenkt. Ein absoluter Ehrenmann. Sogar ein T-Shirt habe ich bekommen. Aufkleber, Patches. Also richtig toll. Ihr habt das ja in dem Video gesehen, wie toll man das reinigen kann. Die Silbermünzen, wie super die aussehen. Also wirklich Hammer. Also wer Interesse hat, auf jeden Fall bei Markus vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal. Wie gesagt, in den Kommentaren. Genau, in den Kommentaren werdet ihr ihn sicherlich finden. Ansonsten werde ich alle YouTuber von heute natürlich dann nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, da freue ich mich richtig drüber, weil das ist echt top. Also, bis bald.